Was geht, Schnuckipupsis, und herzlich willkommen zu einem endlich neuen Video hier vom Kanal GTA 5 Online. Bevor ich jetzt heute hier mit dem Thema anfange, möchte ich mich erstmals entschuldigen. Und zwar ist jetzt, glaube ich, über eine Woche kein Video gekommen hier von mir. Das liegt ganz einfach daran, dass ich ja aufnehme über PlayStation. Meine Videos schneide ich und mache die Thumbnails mit Photoshop über den PC und etc. Und mein PC hatte ein paar Virusse drauf und er ging halt einfach nicht mehr flüssig. Da habe ich mir überlegt, komm, ich tue jetzt einfach den PC einfach mal platt machen und mache einfach alles mal neu. Und deshalb habe ich einfach momentan nicht viele Videos hochgeladen, beziehungsweise gar kein Video hochgeladen. Und dazu war ich eben auch krank. Über eine Woche war ich krank und deswegen hat sich das einfach ein bisschen gezogen. Und ich habe mich ein bisschen konzentriert auf Schule etc. Und ja, ich denke mal, das ist nicht schlimm. Ich denke mal, das ist auch verständlich für euch. Ich kann euch jetzt versprechen, es kommen wieder Videos, es geht wieder alles perfekt. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an mit dem Video. Abonniert einfach doch mal diesen Kanal und liked dieses Video und teilt dieses Video mit euren Freunden. Ich meine, man kann ja abonnieren und wenn in einer Woche dir den Content einfach nicht mehr gefällt, kannst du ja immer noch deabonnieren. Ich meine, verlieren oder es kostet ja nichts, ne? Heute wird es nur ein ganz kleines Tutorial und zwar auch wieder für ein bisschen Anfänger oder beziehungsweise vielleicht auch Fortgeschrittene. Man weiß es ja nicht. Ich kenne Leute, die sind Level 100, 200 in GTA und wissen das immer noch nicht, das, was ich jetzt anspreche. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass ihr einfach in einem Clan seid und zum Beispiel, wie ihr hier links oben sehen könnt, bin ich bei dem Clan Bash und da könnt ihr einfach in einen Clan hineinkommen und ich kann euch ganz einfach zeigen, wie ihr das machen könnt. Nehmt einfach euer Handy, das kann ich euch leider jetzt hier jetzt nicht einblenden, vielleicht geht's, vielleicht auch nicht, ich denke mal eher nicht, aber hört mir einfach zu und das ist ganz gut. Und zwar geht ihr einfach aufs Handy, geht auf Internet. Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht. Ihr könnt euch ganz einfach bei Rockstar Games auf dem Handy oder PC, wie ihr es auch immer wollt, einfach registrieren. Und da könnt ihr euch einen Clan aussuchen, beziehungsweise es gibt auch größere Clans, aber ich glaube, da braucht ihr die Bestätigung dafür. Deswegen müssen euch da Leute einfach einladen. Aber es gibt auch gute Clans, da ihr einfach reingehen könnt. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung einfach mal ein Video dazu. Und der wird ein bisschen detaillierter einfach erklären, da ihr das einfach auch machen könnt. Weil ich glaube, wenn ich das jetzt auch noch mache, bin ich ein bisschen zu überfordert. Und da könnt ihr euch da einfach ganz einfach registrieren, in einen Clan reingehen. Und dann seht ihr hier, wie ich es auch schon bin. Ich bin bei dem Clan Bash. Und dann geht ihr einfach hier Preise, zack, nach Preise sortieren und dann seht ihr hier den Nissan GTR oder dieser Anis, bla bla bla, 0 Dollar. Ich kann ihn mir gerne einfach jetzt nochmal holen. Ich hole mir einfach mal einen Orange und tun einfach mal bestellen und werde ihn hier absetzen. So, jetzt ist mein Auto in der Garage und dann würde ich sagen, fahren wir da einfach auch mal hin, dass ich euch das einfach auch mal zeigen kann. Übrigens möchte ich mich nochmal hier bedanken für die schon 500 Abonnenten. Mittlerweile sind es, glaube ich, schon sogar 540, wenn ich nicht richtig gesehen habe. Und deswegen einfach nochmal ein fettes Dankeschön an euch, dass ihr wirklich so krass mich supportet. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich einfach innerhalb, glaube ich, 6, 7 Videos einfach schon die 500 Abonnenten erreiche. Und da wird auch bald ein Abo-Special kommen, denke ich mal. Wie gesagt, ich habe einfach in letzter Zeit einfach nicht so viel Zeit gehabt, deswegen ist das jetzt eben auch nicht gekommen. Deswegen denke ich, dass es einfach nachträglich kommt. Und dann steigen wir hier eben schon aus und sehen einfach schon hier unser Nissan für 0 Dollar. Für mich ein sehr, sehr cooles Feature, aber wenn ihr vielleicht in anderen Clans geht, das kommt immer drauf an, das könnt ihr aber, glaube ich, einfach auch nicht nachschauen, welche Autos ihr da bekommt. Das ist einfach immer, glaube ich, zufällig, wenn ich mich ganz täusche. Falls ich da irgendwie falsch liege, da dürft ihr mich gerne einfach mal in die Kommentare interessieren. Und wie gesagt, cooles Auto, muss ich ehrlich mal sagen. Und das, wenn man das eben auch noch tunet, ist das ein ganz cooles Auto. Und dafür könnte ich mir jetzt, keine Ahnung, 100 von den Nissans kaufen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, ein Like und teilt dieses Video mit euren Freunden. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao.